Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, hier auf dem Kanal von Tastenhauer Gespielte Geschichte. Und wir werden uns heute erneut einem Kapitel des Zweiten Weltkriegs widmen. Und es geht erneut um U-Boote, denn es ist nicht ganz zufällig, dass ich letztens Silent Hunter 3 ausgepackt habe für ein groß angelegtes Story-Let's Play mit U-53 und unserem Kommandanten Anton Reisdorf. Das hatte auch den Hintergrund, weil jetzt eben am 30. April hier U-Boat erschienen ist im Early Access. Das ist ein Spiel, das entwickelt wurde von Deepwater Studios, wird gepublished von Playway. Und wie gesagt, das Ganze jetzt im Early Access. Es gibt zwei Modi zur Auswahl, die man jetzt spielen kann. Wenn das Spiel final fertiggestellt wird, dann soll es eine Zusammenfassung des Tutorial- und Sandbox-Modus geben. Aktuell ist es so, es gibt eine Tutorial-Mission, die habe ich eben auch schon offscreen angespielt. Die war auch ziemlich spannend, muss ich sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Bug entdeckt habe. Aber die war trotzdem sehr interessant und hatte auch wirklich einen guten Spannungsbogen. Und auf dieses Spiel hier auf dem Kanal könnt ihr euch, glaube ich, wirklich freuen. Denn es ist endlich mal eine neue U-Boot-Simulation, / eine Art Crew-Management-Simulator fast schon. Also das Tutorial spielte 39 direkt bei Kriegsbeginn am 3. September und wir haben uns direkt einen Flugzeugträger sogar vorgeknöpft. Und jetzt im Sandbox-Modus geht es dann los. Wir starten rein. Wir können erstmal auswählen, wie hoch die Realismusstufe sein soll. Ich weiß nicht, was man hier am besten auswählt. Natürlich in der Seefahrt eigentlich immer nautische Meilen und Knoten. Allerdings wird ja bei den U-Booten auch immer die Entfernung bei Torpedos in tausenden Metern und Kilometern angegeben. Von daher gehe ich mal hier mit der gemischten Einheitenmetrik sozusagen. Speichermodus normal oder nur im Hafen. Wir bleiben eins einfach bei normal. Ich muss ja auch im Let's Play irgendwann mal Pause machen können. Das wird jetzt auch erstmal vielleicht nur angespielt. Ich muss mal gucken, wie lange uns das Spiel jetzt in dem aktuellen Zustand fesselt. Dass es das tut, das ist mir irgendwie schon klar, denn ihr seht schon, grafisch sieht es fantastisch aus. Es hat super tolle Wasser- und Wettergrafiken. Das U-Boot sieht klasse aus, ist richtig detailliert und, wie ich gesehen habe, auch vernünftig recherchiert nach allem, was ich bisher beobachten konnte. Das auch ein Vorteil vor zum Beispiel Silent Hunter 3 oder auch dem neuesten Teil Silent Hunter 5. Da hat man jetzt wirklich hier sehr, sehr genau dran geschaut, wo befindet sich eigentlich welcher Torpedo und so weiter und so fort. Das ist echt sehr, sehr schön gemacht, aber das sehen wir nachher noch. Spielmodus normal. Man kann hier in einer Ego-Perspektive und einer Crew-Perspektive spielen. Wir lassen es mal mit beiden Optionen offen, weil das ist eigentlich das Spiel in Gänze. Ego-Modus ist zwar sehr spannend, sicherlich, weil man auch stärker rollenspielerische Elemente dann machen kann. Allerdings darf man nicht vergessen, dass man natürlich dann eine Übersicht verliert, die hier ein weiterer Modus bringt, den wir uns gleich noch anschauen. Audiosprache Deutsch passt. Realistische Nächte ist, glaube ich, für YouTube nicht so optimal. Die Nächte werden nämlich dunkler und wie wir alle wissen, hat der YouTube-Konvertierungskodec die Angewohnheit, Dinge noch dunkler zu machen. Das werde ich also hier auch abgewählt lassen. Das ist so voreingestellt. Realistische Bilge oder Bilge. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ich komme ja nicht aus der Seefahrt. Das ist also, Wasser sammelt sich realistisch in den Bilgen an, zum Beispiel durch Schraubenlöcher das Periskop oder Regenwasser, welches durch die Turmluke eindringt. Das habe ich schon gesehen im Tutorial. Das funktioniert tatsächlich, wenn man die Luke oben auflässt und es stürmt, dann wird irgendwann die Zentrale ein wenig volllaufen. Also nicht komplett volllaufen, aber halt, es dringt dort tatsächlich sichtbar Wasser ein. Sehr schön. So, realistische Erdkrümmung, leichte Auswirkungen auf die Leistung haben, genau, und Schiffe können vom Horizont verdeckt werden, sofern kein höherer Aussichtspunkt verwendet wird. Ne, deswegen ist es ja auch wichtig, dass man hier so einen hohen Turm hat, denn sonst sieht man wirklich herzlich wenig. Manuelle Ausstattung mit Gegenständen machen wir mal nicht, weil wir wollen jetzt nicht hier ins Micromanagement abdriften. Und damit starten wir.
ja, in den schönen Ladebildschirm hier rein. Der dauert auch ein paar Sekündchen. Wir sehen hier immer ein paar Tipps, so kennt man das ja auch aus vielen Spielen. Ja, wir können tatsächlich auch Scheinwerfer vorne am U-Boot-Turm einschalten. Die verraten die Position eines Schiffes in weitaus größerem Grad, als sie ihr Sichtfeld verbessern. Ja, also wenn man keine konkrete Gelegenheit oder keinen konkreten Nutzen hat, so ein Scheinwerfer einzuschalten in der Nacht, dann sollte man das tunlichst vermeiden. Gibt natürlich Möglichkeiten, wenn man wirklich jetzt gerade irgendwas im Wasser suchen will in der direkten Umgebung, okay. Aber ansonsten sind diese Scheinwerfer natürlich ein sehr gefährliches Tool. Und wir werden auch sehen, einiges an Equipment gibt es im U-Boot zu bedienen. Das ist wirklich, wirklich schön. Das ist wesentlich interaktiver als in den Silent Hunter Teilen bisher. Und bringt nochmal auch ein ganz stark verbessertes Immersionsgefühl, gerade in Verbund mit der Ego-Perspektive, die mir auch richtig gut gefällt. Die ist manchmal noch ein bisschen buggy und manchmal ist auch noch die Performance ein bisschen schwierig, aber wir werden das gleich sehen. Hier sind wir erstmal in der Seitenansicht. Das ist sozusagen die taktische Ansicht. Hier können wir also rumwandern in unserem U-Boot. Wir können nach vorne schauen. Wir können in den Torpedoraum reinschauen, wo übrigens auch die Mannschaften tatsächlich schlafen. Jetzt sehen wir das hier auch mal, wie das funktioniert, die vier Torpedorohre, die beiden Ersatztorpedos, die direkt zum Laden hier bereit liegen und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir hier eine Funkübertragung, die können wir uns hier entziffern lassen durch unseren Neumann. Das ist hier quasi unser Funker, Adam Neumann. Man sieht es hier auch schon am Symbol. Das ist ein Funker. Hier gibt es auch noch einen Tooltip dafür. Das Ganze basiert auch auf einem Fertigkeitensystem. Also ich kann jetzt jeden der Offiziercharaktere oder der Schlüsselpositionscharaktere anpassen in seinem Aussehen. Das finde ich sehr nett gemacht. Und aber auch in Fähigkeiten. Also wenn der hier Erfahrungspunkte durch Aktionen, durch Tätigkeiten bekommt, dann wird irgendwann auch dann werden hier Skillpoints freigeschaltet und dann kann man ihn hier quasi auch leveln oder später sogar befördern, ne? Und das gilt wirklich für alle diese fünf Offiziercharaktere. Man kann sogar, habe ich schon gesehen, später noch einen sechsten Offizierplatz freischalten und dann mit sechs Offizieren herumfahren. Also wirklich sehr, sehr Crewmanagement-mäßig sehr überlegt und ausgedacht. Und man kann jetzt hier direkt interagieren, Leute auf Stationen schicken und so weiter und so fort. Oder sich das erstmal hier wie ich in Ruhe angucken. Hier haben wir den Dieselmotorraum. Hier hinten sind die E-Maschinen für Unterwasser. Hier haben wir die beiden Druckkompressoren. Einmal den Dieseldruckkompressor und dann einmal den, was ist das hier, der elektrische, glaube ich, Druckkompressor. Die sorgen dafür, dass wir Druckluft regenerieren. Wenn wir also aufgetaucht sind nach einem Tauchvorgang, verbrauchen wir Druckluft. Und die muss mit den Kompressoren wieder quasi generiert werden. Hier hinten ist noch das hintere Aft-Torpedorohr, nicht Aft. Ja, das hintere Torpedorohr. Und wir können jetzt erstmal hier unseren Dieselmotoren beaufsichtigen. Macht der West und der Lori lädt die Torpedos. Oha. Jetzt können wir ihm hier direkt folgen. Dann gehen wir hier in so einen Kameramodus und sehen, der ist gerade bei 60%. Der lädt die Torpedos. Das macht er auch von ganz alleine. Sehr schön. Und wir kriegen hier eine Nachricht. So, erfolgreiche Patrouille U96. Ja, wir fahren auf dem legendären U96 U-Boot. Mit einem quasi fiktiven Kommandanten. Denke ich zumindest mal, dass es ein fiktiver ist. Klaus Graf. Wir können übrigens in der Auswahl hier der Charaktere, können wir tatsächlich auch hier den Namen ändern. Sehr schön, dass sie das auch gleich implementiert haben. Also wir können dann beispielsweise sagen, der ist dann quasi unser Anton Reisdorf, den wir eigentlich von 39 aus unserer Silent Hunter 3 Kampagne kennen. Im Übrigen, wen das jetzt auch interessiert hier, weil es natürlich U-Boot related ist, dieser Charakter Anton Reisdorf und sein U-Boot U53, da bin ich momentan dabei herauszufinden, ob ich den Spielstand sinnvoll auf Silent Hunter 5 migrieren kann. Ja, heißt nicht, dass ich den irgendwie direkt ins Spiel integrieren kann, sondern eher, dass ich mir einen Punkt im Spiel auswähle, der relativ nah an dem Punkt ist, wo wir angefangen haben in Silent Hunter 3, denn Silent Hunter 5 ist grafisch und auch von der Begehbarkeit des U-Boots eine wesentliche Verbesserung zu Silent Hunter 3 auf jeden Fall nochmal. Und mit der Mod, der Großmod, die ich da, Wolves of Steel heißt sie,
ausgewählt habe, ist das eigentlich auch ein ganz akzeptables Spiel geworden durch diese Großmod eben. Ja, in diesem U-Boot hier, da können wir noch wesentlich interaktiver werden. Mit Doppelklick auf die Figuren können wir nämlich hier zum Charakter wechseln. Der hat jetzt hier auch seinen Posten. Ne, man kann in den manuellen Modus gehen. Dann stürzt mir das Spiel hoffentlich nicht ab. Das wäre jetzt sehr ungünstig. Oh, okay, das war irgendwie gerade verbuggt. So, der Anton Reisdorf hier, der guckt nämlich gerade rein. Okay, ist das ein Bug, wenn ich auf manuellen Modus klicke? Das hat in einem Tutorial problemlos funktioniert. Und hier kriege ich langen Hänger, ein Standbild, das ihr jetzt wahrscheinlich seht. Und ich kann aber auch rauszoomen. Ich kann natürlich auch Posten verlassen klicken. Ich kann ihn ja zum Ausruhen schicken. Dann geht er nämlich hier brav hinab. So, wir können aber den Posten verlassen. Jetzt können wir nämlich endlich mal in den Ego-Modus. So, ja, wir können natürlich jetzt hier hochklettern, wieder in den Turm gehen, das U-Boot überhaupt mal besichtigen. Und auch von innen in der Ego-Perspektive anschauen. Und da sehen wir hier, da ist unser Funker gerade drin. Der kann natürlich nachher auf den Horchposten wechseln im Einsatz. Wir haben hier die Kapitänskajüte. Genau, die Kommandantenkoje, das ist ja komisch umgebrochen. Wir haben hier das Logbuch, das wir aufschlagen können. Das ist auch sehr, sehr schön. Sowas hätte ich mir gerne für die Silent Hunters eigentlich rückblickend gewünscht. Denn man kann hier Aktivitäten, man kann hier quasi in Aktivitäten hier, was weiß ich, fiktiv sagen, Logbuch Eintrag Nummer 1, ja, und den erstellen. Ich glaube, ja, hat er jetzt auch gemacht. Und dann kann ich hier einen Logbucheintrag reinschreiben, so ähnlich wie ich die Logbucheinträge jetzt auch quasi aufgenommen habe bei meinem Projekt in der ersten Folge. Und sowas wäre natürlich in Silent Hunter ideal, weil dann könnte ich auch direkt mit diesem Logbucheintrag quasi das Ganze vorlesen. Ist natürlich immer so eine Sache, man nimmt ja auch gerne B-Roll-Material hier vom Inneren des U-Boots. Mal schauen. Vielleicht kann man das auch ganz gut verknüpfen, fällt mir gerade auf. Vielleicht kann man tatsächlich diese Zwischenschübe in unserem U53 Hochseeboot-Let's Play benutzen, während man hier sozusagen Footage aus dem Inneren oder aus dem Äußeren des U-Bootes quasi von außen mit der Kamera aufnimmt, weil das natürlich grafisch um ein Vielfaches besser ist als in Silent Hunter 3 oder 5. Werde ich mir noch überlegen, aber da werden wir natürlich später noch zu kommen. Hier kann man zum Beispiel hier schön auf Rotlicht wechseln, auf Blaulicht wechseln, wenn man hier in der Nacht unterwegs ist und hier die Luke offen hat, dass man nicht so schnell gesehen wird. Auf weißes Licht umschalten, das ist die Standardmodus quasi, der Standardmodus. Dann haben wir die Pumpe hier, die Hauptpumpe, damit wir aus der Zentrale schnell Wasser rausgepumpt bekommen. Die pumpt auch die anderen Räume mit ab, allerdings umso weiter sie von der Pumpe wegliegen, umso weniger effektiv aufgrund des Druckabfalls in den Leitungen. Also das Spiel ist wirklich sehr, sehr genau bei diesen Simulationsaspekten hier. So, hier können wir pingen, Echolot, 12 Meter, da wissen wir also, aha, so viel Wasser haben wir unter uns. Kreiselkompass ist für die Oberwassernavigation wichtig, aber später, der verbraucht auch etwas Energie, werden wir den dann ausmachen. Wenn wir zum Beispiel tauchen, macht der wenig Sinn. Ja, hier ist die Tiefenruderstation, da gibt es in der Regel Mitglieder, die hier von alleine dann auch drauf gehen und die Tiefenruder bedienen, sobald wir hier am Ventil etwas machen. Hier im Hafen werden wir natürlich nicht abtauchen, das ist klar, deswegen haben wir die Option auch nicht. Ja, apropos Crew, ich zähle mal durch, wie viele Crewmitglieder wir jetzt wirklich hier im U-Boot haben, die dargestellt werden. Also man sieht ja schon, wie viel theoretisch hier drin wären. Also wir haben hier Schlafplätze, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das heißt 12 Schlafplätze alleine hier. Hier liegen jetzt 4 Mann, ein fünfter kümmert sich gerade um die Torpedos. Dann haben wir hier die 4 Schlafplätze für die Offiziere plus nochmal 2, sind also 6. 6 Offiziere, 4 Mann hier hinten. Haben wir also 10. Dann hätten wir hier ja, einen davon, das ist hier einer davon, der spielt gerade Karten. Dann haben wir einen davon, der ist hier schon am Funkgerät, die dürfen wir auch nicht mitrechnen. Und so kommen wir hier auf, ich schätze mal, circa 20 Besatzungsmitglieder. Ich habe es jetzt nicht genau durchgezählt. Ihr seht, hier sind auch nochmal 4, 5, 6 Leute drin. Dann haben wir
den Smoothie hier, Nummer 7. Die Leute an den Maschinen, das sind auch nochmal 3, 8, 9, 10. Ja, hier hinten ist schon keiner mehr aktuell, der hier irgendwie reinigt. Manchmal gehen die hier auch mit dem Schrubber durch. Aus Notwendigkeit. Ja, wie er hier zum Beispiel. Hatte ich die jetzt schon gezählt? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ihr merkt schon, so circa 20 bis 25 Leute werden quasi hier im Boot dargestellt. Hier oben ist, hier unten ist noch einer gewesen in der Mitte. Nummer 11, 12, 13. Hier sind immer 3 Leute, glaube ich. Na, oder auch nicht immer. Ja, so mehr wie 20 Mann sind es am Ende nicht. Ihr müsst euch natürlich vorstellen, eigentlich hatte so eine U-Boot-Besatzung ungefähr 40 und circa 44 Mann oder was das waren hier in diesen Typ 7 U-Booten, die regulär Teil der Besatzung waren und auf den Feindfahrten unterwegs waren. Und dementsprechend kann man sich auch vorstellen, wenn man jetzt hier mal nach unten wieder steigt. Und ich glaube, ein Renderfehler ist? Nee. Okay. Da kann man sich vorstellen, wie eng das ist. Ich meine, klar, hier im Turm sowieso, das ist irgendwie klar. Aber wenn man jetzt mal nochmal nach unten geht und schaut, wie das hier hinten mit den Crew-Quartieren aussieht, wie eng das eigentlich ist. Und das sind ja noch die bequemen Quartiere. Ich weiß nicht, ob das für die Mate ist oder so. Bin mir nicht sicher. Es gibt ja normale Mannschaften, es gibt Mate auf dem U-Boot und eben die Offiziere. Also quasi sowas wie Mannschaften, Unteroffiziere und Offiziere im ländlichen Militär. Und aber auch jede Menge Spezialisten. Wir haben einen leitenden Ingenieur, wir haben einen Funker, wir haben jemanden, der sich um die Waffensysteme kümmert, einen Navigator quasi. Den Kapitän logischerweise. Ne, der Kapitän hat hier übrigens die Möglichkeit, nicht nur Karten zu spielen, sondern hier auch irgendwie das Essen, glaube ich, einzunehmen. Das ist so eine kleine Eckkabine hier. Die Offiziere haben es natürlich ein bisschen gemütlicher, vor allen Dingen der Kapitän hier mit relativ viel Freiraum. Ja, und die Mannschaften, die hier übernachten können, natürlich auch nur im Schichtsystem. Da sieht man schon, das sind nur 12 Plätze für, ich weiß nicht, über 20 Leute oder wie viele das dann ausmachen. Ganz exakt weiß ich das auch nicht mehr, auf jeden Fall eine Menge Leute. Und man sieht schon hier, wenn die Torpedos geladen werden, ja, da wird eben hochgeklappt und dann gibt es da keine Schlafplätze mehr für den Zeitraum. Also, die Enge ist fast unvorstellbar. Die Torpedos waren sonst eigentlich hier unter der untersten Bettebene gelagert, die beiden zumindest. Und der Rest hier unter in der Bilge, glaube ich, waren dann auch noch mal bis zu 4 oder so. Also irgendwo waren auf jeden Fall noch mehr Torpedos gelagert im Inneren. Ah, guck mal. Jetzt geht er zurück. Jetzt können wir mal angucken, was er hier macht. Wenn er den Torpedo verlädt, da wird das Rädchen gedreht und der Torpedo hier ins Rohr hineingeschoben. Sehr schön, dass sie das auch animiert haben. Das ist wirklich super, super toll. So, und da wird so ein bisschen abgebrochen, die Animation, aber man weiß, was passiert und so ein bisschen Abstraktion muss ja auch irgendwie drin sein. So, er hat jetzt die 4 Rohre geladen, das hat er hier auch selbstständig gemacht, das sehen wir hier im Lager. Sehr wunderbar. Und dementsprechend können wir, denke ich mal, auch ruhig mal als Kapitän hier mal an die Karte gehen. Ja, ganz klassisch. Und dann wechseln wir hier in die andere Ansicht und gehen mal ins Kartenmenü. So, wir haben auch einen Auftrag. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ist das Unterführung? Nee, das sind einfach nur die... Ach, hier haben wir die ganzen Crewmitglieder, ne? Status und an Bord. Ach, hier sehen wir es ja, wie viele Leute wir an Bord haben. Okay, wir können quasi noch einen weiteren mitnehmen, der noch nicht an Bord ist hier. Wolfgang Becker, Hans Schmidt, Peter Schneider, Manfred Becker oder Uwe Becker. Alles Beckers hier. Wir nehmen mal den Wolfgang mit. Alles klar, das wusste ich auch nicht, dass man hier noch einen mitnehmen kann. Okay, ja, das sind also verschiedene Menüpunkte hier. Wie gesagt, ganz genau auskennt tue ich mich ja auch noch nicht, aber ich finde immer besser da rein. So, im Logbuch, wie gesagt, das hatten wir eben schon. Dann gibt es noch irgendwie Menüeintrag Hauptquartier. Leer, click to start new operation. Aerial Reconnaissance, Militärvorrat, Funkbeobachtungsmessgerät Metox. Das scheinen hier so Missionen zu sein. Schnorchel. Hier kann man Dinge erforschen? Hydrofon KDB, verbesserte Toiletten. Verbesserte Toiletten erforschen.
Während unsere U-Boote in der Lage sind, beeindruckend lange in großer Tiefe zu verweilen, gibt es ein störendes Problem, das unsere Besatzung unsinnigerweise dazu bewegt, die sichere Tiefe zu verlassen. Dieses Problem ist unser aktuelles Toilettenmodell, das nur in geringer Tiefe funktioniert. Es gibt viele Möglichkeiten, diesem Problem zu begegnen, aber es wurde lange vernachlässigt. Die Anwesenheit eines altgedienten Offiziers, der die Tragweite dieser Verbesserung darlegt, würde dazu beitragen, mehr Ressourcen für die Entwicklung eines besseren Hydrauliksystems bereitzustellen, das auch in größerer Tiefe funktioniert. Ja, da könnten wir jetzt quasi einen der Ingenieure quasi auch wieder wegschicken, ja, und sagen hier, Manfred oder was weiß ich nicht, irgendeiner der Beckers kann hier losgehen, den wir hier übrig haben. Achso, keiner der Offiziere, die an Land bleiben, erfüllt die Anforderungen dieser Mission. Ah, also müssen wir quasi hier einen Ingenieur dann zurücklassen, um das zu erforschen. Akkumulatoren, das sind, glaube ich, die Kapazität der Batterien. Ja, genau, können wir auch nicht machen. Klar, wir haben hier nichts übrig. Dementsprechend können wir das nicht machen. Was ist das hier, Militärvorrat? Unsere Aufklärungsdaten legen nahe, dass die französische Marine eine große Menge Munition nahe Nord versteckt hat, um zu verhindern, dass sie in unsere Hände fällt. Es gibt einige Hinweise, mit denen wir den Standort des Vorrats eingrenzen können. Ja, da müssten wir quasi jetzt hier 48 Stunden lang hier in der Mission rumeiern. Interessant, dass sowas hier nebenbei auch noch gemacht wird. Okay, das habe ich mir nicht so vorgestellt, aber klingt erstmal sehr interessant. Hier sind wir quasi im U-Boot-Hauptquartier. So, ja, unsere Moral steigt an wegen normaler Beleuchtung. Akkukapazität hat schon abgenommen wegen dem Kreiselkompass, aber die werden wir gleich durch den Dieselbetrieb ein wenig auffüllen. Liebe Leute, lange haben wir jetzt rumgeschnackt. Ich würde sagen, wir fahren mal los. Ich wollte vorher allerdings noch wissen, wo unsere Einsatzziele sind. Ach, die müssen wir uns, glaube ich, noch holen. Moment mal. Genau, wir müssen jetzt mal mit unserem Befehlshaber, unserem Captain, müssen wir jetzt einmal hier zum tatsächlichen Befehlshaber im Hafen gehen und uns eine Mission holen. Ja, damit wir wissen, wo wir überhaupt hinfahren sollen und was wir dort tun sollen. Logisch. So, dementsprechend steigen wir hier einmal runter und dann geht's nach hier drüben auf die Holzbrücke. Und da hinten steht, glaube ich, der Befehlshaber. Das ist hier... Oder ist er das hier schon? Nee, der ist für die Rekrutierung zuständig. Ich kann deine neue Crew sein. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Dokumente sehen möchten. Jetzt kann ich im Rekrutierungsmenü die Akten auswählen. Naja, da kann man quasi neue für Geld anwerben hier. Wenn man entsprechend neue Leute braucht, nachdem welche auf See verstorben sind. Mal gucken. So, und dann haben wir hier unseren Klaus Schmidt, den leitenden Offizier. Über ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Gute Arbeit. Da, danke schön. Das ist ja schön. So, gibt es irgendwelche Befehle von der Kommandobehörde? Aufträge vom BDU. Streng geheim. Streng geheim. So, wir können jetzt verschiedene Patrouillen machen oder sogar uns der Flottille im Hafen von La Spezia in Italien anschließen. Boah, das ist natürlich hart. Da müssen wir durch die Meeresenge von Gibraltar fahren. Das ist eigentlich ein Suizidkommando. Fun Fact, naja, eigentlich kein Fun Fact, aber ein kleiner Fact am Rande. Sämtliche U-Boote, die in den Mittelmeerbereich eingefahren waren im Jahre 1940-41, sind versenkt worden. Keines dieser U-Boote, ja, hat es aus dem Mittelmeer wieder herausgeschafft. Also wer da durchgefahren ist in Richtung Italien und später, glaube ich, gab es noch eine Station in Griechenland oder so ein U-Boot-Bunker oder wie auch immer, die sind definitiv nicht zurückgekehrt. Also das ist auch eine ganz traurige Episode, da man natürlich den Mittelmeerraum komplett an die Briten und an die Alliierten insgesamt verloren hat im Laufe des Krieges. So, wir patrouillieren einfach ganz klassisch im Nordatlantik auf Sektor AL, sollen dort 2250 Kilometer im markierten Gebiet fahren. So, hier kann man Dinge mit Ansehen kaufen. Hier sieht man schon das, was ich meinte. Spezialisierte Besatzung, Oberkommandoeinfluss und so weiter und so fort. Wir haben aber aktuell keine Punkte. Das ist also alles noch nicht für uns drin. Das kommt erst nach weiteren
Feindfahrten. So. Dann haben wir hier drüben, auch da laufe ich gerade mal hin. Ah, das Benutzerinterface kann man so einschalten. Das ist ja auch interessant. Sehe ich da unten gerade durch diesen Hinweis. Und mit Tab komme ich quasi auf die Übersicht unserer Offiziere, was die alle machen können. Das ist auch sehr praktisch. So, mit Space kann man übrigens die Zeit anhalten. So, und hier können wir jetzt im Lager uns Dinge besorgen. Hier am Hafen. Ja, also einmal hier den Schiff-Aufrüstungsmodus. Da sehe ich jetzt nichts. Ja, Schiffe-Aufrüstungsmodus. Was soll ich denn jetzt hier machen? Bin ich ehrlich gesagt überfragt. Anton? Anton! Der steht jetzt noch hier drin rum. Und macht nichts. Und ich kann hier auch nichts anwählen. Ist das ein Bug oder ein Feature? Ich bin mir nicht ganz sicher. Bin ich jetzt ehrlich gesagt etwas überfragt, wie wir jetzt... Achso, hier Turm können wir auswählen. Ah ja, dann kann man den Turm verbessern. Kommandoturm der Stufe 2. Besser gepanzert und so weiter. Wie schließe ich das überhaupt mit Escape? Nö. Aber ich muss das doch jetzt irgendwie schließen können, das Ding. Also ist ja schön, dass ich hier den Turm zum Beispiel... Aha, Toilette, verbesserte Latrinen. Da müssen wir natürlich erstmal die Forschungsdaten haben, das haben wir schon gehört. Morchraum, kann das KDB bekommen, das müsste man auch erst erforschen und so weiter und so fort. Okay. Diese Motoren, da kann man einen Schnorchel für bekommen im Laufe der Zeit. Da kann man nämlich flacher Unterwasserfahrt sozusagen den Schnorchel ausfahren und dort unter Wasser Dieselbetrieb machen, damit das Boot auch schneller fahren kann. Ist natürlich dementsprechend laut, das sind die Akkumulatoren. Also sind quasi die ganzen Forschungen, die wir machen können. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, so rum, wie komme ich aus diesem Menü raus? Also wie komme ich hier wieder zurück in meine Figur oder in das Schiff oder irgendwo rein? Mit den F-Tasten auch nicht, das ist hier. Ja, hier kann ich auswählen, hier Anton Reisdorf soll jetzt mal Navigationstisch benutzen. Kommt der dann von selbst und läuft dahin? Tatsache. Der kommt da wirklich von selber hingelaufen. Aber wie können wir denn jetzt... Luke? Ja, mit Alt kann ich hier so Sachen einblenden, aber ich komme jetzt nicht mehr in mein Übersichtsmenü von vorhin. Warteschlange hinzufügen. Nee, das ist die Übersicht. Weiß nicht, ob das verbuggt ist oder so. Also das Menü habe ich noch hier. Patrouillieren im Sektor AL. Das ist klar, aber ich hätte jetzt gerne irgendeine Art von Interface oder die Möglichkeit, wieder zurück in die normale Ego-Ansicht zu kommen. Vielleicht habe ich hier einen Bug entdeckt. Weil irgendwie muss es hier aus der Ansicht wieder rausgehen, die wir quasi im... die wir hier eingenommen haben, aber aus irgendwelchen Gründen klappt das gerade nicht. Dann mache ich jetzt mal einfach ein Folgenende, liebe Leute. Und wenn ich das Ganze wieder repariert habe, dann treffen wir uns zur ersten Feindfahrt. Ich gucke mal, vielleicht bringe ich am ersten Tag auch gleich zwei Folgen raus. Dann habt ihr sozusagen auch keine lange Wartezeit, bis es hier richtig zur Action kommt. Also, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut, euer Tastenhauer sagt. Ciao, ciao.